Hallo, hier ist Hond. Und Bex von Jupiter Jones und ihr seht uns bei Hessenparty TV. So, heute bei uns im Interview ein Teil der Band Jupiter Jones. Wer seid ihr denn von Jupiter Jones? Ich bin Marco, Schlagzeug. Andreas, spielt Bass. Ja, eure Karriere hat ja im Prinzip 2002 angefangen. Und ihr habt euch benannt nach dem Detektiv Jonas Jones aus den 3 Fragezeichen, habe ich gelesen. Seid ihr so Fans von den 3 Fragezeichen oder wie kam es? Oder war das denn durch zechte Nacht und ihr habt da noch die 3 Fragezeichen geguckt und auf einmal, oh ja, wir nennen uns Jupiter Jones? Nee, wir sind schon alle 3 Fragezeichen-Fans so. Und, aber es ist jetzt einfach so, wir haben halt einfach auch nach einem Namen gesucht, der halt gut klingt. Und irgendwie Jupiter Jones war irgendwie ein Name, wo wir irgendwie dachten, ey geil, das klingt super und hat halt auch noch den Background mit den 3 Fragezeichen. Also es hat gepasst. Ihr habt ja zuerst ein eigenes Label gegründet, unter dem ihr auch euer erstes Album Raum um Raum veröffentlicht habt. Habt ihr dann denn schon an euren Erfolg so geglaubt? Habt ihr schon das Ziel gehabt oder war das euch wichtiger, einfach nur zusammen Musik zu machen? Und war das noch gar nicht so geplant, vielleicht mal erfolgreich zu werden? Das Ziel war es schon. Oder beziehungsweise Ziel jetzt eher der Traum. Also der Traum, irgendwann mal davon leben zu können und sein Hobby zum Beruf zu machen, der steckt schon in Kinderschuhen bei uns allen irgendwo drin. So immer mal irgendwie so der Gedanke, ey, wenn man irgendwann mal von der Musik leben könnte, wie geil wäre das denn so? Wir haben halt von Anfang an versucht, irgendwie konsequent auch auf das Ziel hinzuarbeiten. Aber wir haben, ist natürlich ganz klar, Jupiter Jones ist in erster Linie halt einfach irgendwie eine Spaßsache. So, wir tun das, weil wir es lieben und weil wir Spaß dran haben. Aber immer halt mit dem Traum verbunden, davon halt mal irgendwann leben zu können. So. Ich glaube, planen kann man sowas auch überhaupt nicht. Da spielen so viele Faktoren eine Rolle, wie zum Beispiel auch Glück, zum richtigen Zeitpunkt irgendwie da zu sein, dass man jetzt nicht so einen 5-Jahres-Plan aufstellen kann, wenn man eine Band gründet, dann und dann möchten wir da und da stehen. Deswegen, also man lebt immer mit diesem Traum natürlich und kann dafür auch einiges tun, aber wirklich planen kann man das einfach nicht. Was rauskam, war ja entweder geht die scheußliche Tapete oder ich. Wie kam es denn zu dem spektakulären Namen? Ich sag mal, das ist ja kein normaler Name für ein Album, ist ja schon ein bisschen ausgefallener. Was ist da die Geschichte dahinter? Es sollen ja angeblich die letzten Worte von Oscar Wilde sein, so die er auf dem Sterbebett quasi von sich gegeben hat. Es war aber zu dem Zeitpunkt auch, was die Band anbetrifft, einfach passend. So, wir haben halt relativ eine sehr schwierige Phase hinter uns gehabt. Wir haben irgendwie uns von einem Management getrennt, was eine sehr unglückliche Zusammenarbeit war. Und wir waren einfach auf so einem Scheideweg, wo wir einfach nochmal überlegt haben, sollen wir jetzt weitermachen? Lohnt sich das alles überhaupt? Die ganze Arbeit, die wir da investieren und das ganze Geld, was wir da irgendwie reinstecken. Und dann haben wir halt gesagt, ja, wir reißen uns jetzt einfach nochmal am Riemen und gehen die Sache einfach nochmal an. Und deswegen passte der Satz halt, entweder geht diese scheußliche Tapete oder ich, passte halt irgendwie zu der Zeit wirklich ganz gut auch zu der Band. Also. Und es ist einfach ein Spitzensatz, davon abgesehen. Dann ging es ja Schlag auf Schlag. Ihr wart auf den großen Festivals wie Hurricane, habt mit den Donuts gespielt. Was war denn da so, wie war es denn so, das erste Mal solche Stars zu treffen, ihr noch relativ klein und unbekannt und dann auf einmal die steile Karriere, wie fühlt man sich da? Das ist schon überwältigend manchmal, wenn man irgendwelche Leute trifft, die man vorher irgendwie nur aus dem Fernsehen kannte oder so. Bei den Donuts speziell ist es halt einfach so, dass wir die gar nicht mehr so als Stars sehen. Das sind Vorbilder für uns in dem, was sie erreicht haben. Aber es sind einfach ganz, ganz liebe Menschen, die uns auch ganz oft unterstützt haben mit Tipps und mit allem drum und dran und so. Aber jetzt als Stars sehen wir die nicht mehr an. Und wenn man sonst irgendwelche Berühmtheiten aus dem Fernsehen trifft, dann ist es am Anfang natürlich immer so, ah, okay, oh. Nichts passiert. Dann guckt man natürlich am Anfang schon mal so, oh, den kenne ich aus dem Fernsehen so, wie ist der so drauf und so, aber dann irgendwie nach einer Zeit merkt man halt einfach auch, dass es Leute sind wie du und ich. Ja, dann kam ja euer Album Jupiter Jones, so wie er eigentlich auch heißt. Und dann ging es ja wirklich so richtig los. Wer ist denn bei euch der Texteschreiber und wie funktioniert das? Ist erst der Text da, dann kommt die Musik dazu oder wie ist die Entstehungsphase von euren Liedern?
Also Nicolas, der Sänger, schreibt alle Texte einfach schlicht und ergreifend aus dem Grund, weil er es kann. So, es kann keiner von uns könnte auch nur ansatzweise Texte schreiben, wie er das halt kann. Er schafft es halt einfach mit Worten irgendwie Bilder zu malen. Das ist halt einfach ganz, ganz toll. Und es ist schon so, dass in der Regel, glaube ich, erst die Musik da ist und dann kommt der Text. Also er greift immer auch ganz gerne auf so ein Repertoire von verschiedenen Texten irgendwie zurück, die er so in so seinem schlauen Buch irgendwie immer mal wieder aufschreibt. Also man kann schon sagen, erst Musik und dann Text. Ist eigentlich der Regelfall. Euer großer Hit Still war ja das deutschsprachig meistgespielte Lied in 2011. Kann man da schon irgendwie stolz sein? Wie fühlt man sich da? Und vor allem, wie kam dieses Lied zustande? Was ist so der Hintergrund von diesem Lied? Die Emotion, die Aussage? Ja, die Aussage ist halt leider keine fröhliche. Also es ist halt, Nicolas hat den Text halt geschrieben, um den Tod seiner Mutter zu verarbeiten. Und man fühlt sich halt, man fühlt sich schon irgendwie gut. Also sage ich mal, dass es jetzt 2011, der hätte ich niemals irgendwann träumen lassen, dass wir irgendwann ein Lied schreiben, was halt der meistgespielte deutschsprachige Radiosong ist. Also es ist halt völlig überwältigend. Ist umso schöner, dass man es halt auch mit einem Lied geschafft hat, wo tatsächlich auch eine Aussage dahinter steckt und nicht irgendein Larifari-Text, was leider auch oft genug irgendwie passiert, so Texte völlig ohne Aussage, die aber trotzdem irgendwo im Radio rauf und runter gespielt werden. Es ist schön, dass man heutzutage noch mit aussagekräftigen Texten und Musik irgendwie tatsächlich noch Leute bewegen kann. So, das ist ein ganz tolles Gefühl, ja. Wie würdet ihr eure Musikrichtung beschreiben generell, wenn ihr so in drei Sätzen? In drei Sätzen. Ich habe einen Begriff, den wir immer so ein bisschen dafür verwenden, weil es halt wirklich schwer ist, da so eine Sparte zu finden, wo das genau reinpasst. Wir sagen immer dazu deutschsprachige Gitarrenmusik, weil das am besten trifft. Also wir machen halt Musik mit Gitarren, mit E-Gitarren meist, manchmal mit Akustikgitarren. Das ist manchmal ein bisschen rockiger, manchmal ein bisschen lauter. Dann teilweise auch poppig, teilweise auch was ganz anderes in die Singer-Songwriter-Ecke und so. Und deswegen finde ich einfach, dass deutschsprachige Gitarrenmusik das am besten umschreibt. Ihr macht ja jedes Jahr ein Jahresabschlusskonzert in Köln und in Trier, wo ihr auch versucht, Nachwuchsbands eine Chance zu geben, mal unter größerem Publikum spielen zu können. Also ihr setzt euch schon noch für Newcomer ein, weil ihr eigentlich auch von klein auf Musik gespielt habt und jetzt auf einmal den Erfolg habt. Ja, klar. Also wir haben nicht vergessen, wie es ist, irgendwie um Auftritte zu betteln und irgendwie versuchen, irgendwie eine, auch wenn sei es nur eine kleine Plattform irgendwie zu haben, wo man irgendwie seine Musik irgendwie der Masse irgendwie zugänglich machen kann. Von daher nutzen wir das Tool auch jetzt, wo wir die Möglichkeit haben, irgendwie jüngere Bands einzuladen, nutzen wir das einfach auch. Und da bieten sich halt die Jahresabschlusskonzerte halt einfach auch immer wieder an. Oder wenn wir halt selber irgendwas organisieren, versuchen wir durchaus immer irgendwie befreundete Bands, wo wir irgendwie denken, ey, die sind es einfach wert, einfach mit spielen zu lassen. Ja. Dein Geheimtipp für eine Band, die jetzt bei euch aufgetreten ist und wo ihr sagt, naja, das könnte was werden? Ja, habe ich eins. Und die Jungs geben auch gerade Vollgas. Das sind Monoshock, die auch aus der Eifel kommen. Die gibt es noch nicht so lange, aber dafür, dass sie so eine kurze Band-Historie haben, haben die schon einiges erreicht. Also die haben letztes Jahr den Rockbuster-Wettbewerb gewonnen. Gewonnen. Waren jetzt auch bei Rock am Ring quasi, natürlich als frühe Band, aber trotzdem ist ja schon mal beachtlich. Und ich glaube, die geben auch ganz schön Gas dafür, dass es bei denen auch ein bisschen hinhauen könnte. Ihr seid jetzt heute auf dem Hessentag. Habt ihr überhaupt die Gelegenheit, da mal was zu sehen oder eher schwierig? Also eigentlich seid ihr wahrscheinlich nur die meiste Zeit hier. Ja, also ich glaube nicht, dass wir heute irgendwann ein Zeitfenster kriegen, wo wir irgendwie schwer rausgehen. Wie gesagt, wir sind halt heute Morgen irgendwann angekommen im Bus und dann sind wir irgendwo alle zwischen 7 und 9 dann aufgestanden so und dann halt gefrühstückt und dann halt, und dann geht halt der Tag halt los mit halt, in der Regel halt mit massenweise Interviews halt und Promoterminen und dann kommt nachher halt ein Soundcheck und sowas. Man hat eigentlich kaum Zeit für
für zwischendurch mal irgendwie andere Sachen gucken zu gehen. Und wenn man mal irgendwo eine Stunde Zeit hat, dann legt man sich tatsächlich irgendwie kurz auf eine Couch oder sowas und relaxt. Ja. Das ist eigentlich immer ein bisschen schade, weil man kommt ja schon viel rum als Band. Man ist ja, also letztes Jahr waren wir fast 300 Tage unterwegs in allen Städten Deutschlands, aber man sieht halt eigentlich nichts von den Städten. Wenn meine Mutter mich immer fragt, ja, wie war es denn in Passau oder was weiß ich wo, kann ich ihr leider nichts dazu erzählen. Der Club war schön. Wie viele Konzerte stehen jetzt noch an? Gleich morgen geht's weiter? Nee, morgen geht es tatsächlich erstmal nach Hause. Also ist jetzt eigentlich überwiegend nur so Wochenends, wo wir jetzt. Jetzt ist halt der Festivalsommer, da sind halt keine, also wir werden halt auch dieses Jahr, glaube ich, so gut wie keine Clubshow mehr spielen. Wir haben noch unsere eigenen Events, wir haben ja noch das 10-Jährige am 13. Oktober in Trier und dann gibt es auch wieder Jahresabschluss in Köln und so. Das sind noch so Clubsachen, aber ansonsten ist eigentlich ausschließlich so Wochenend-Festivalsommer angesagt. Dann wünschen wir euch auf jeden Fall noch viel Erfolg, auch in den weiteren Jahren, vor allem viele gute Texte. Danke euch fürs Interview. Vielen Dank. Dankeschön. Gerne.